Hier wohnen und arbeiten die Mächtigen in Washington, Paris und Warschau. Und wie sah es in der Bundesrepublik aus? Der Kanzlerbungalow, in dem wir uns befinden, wurde 1963/64 im Park des Palais Schaumburg gebaut. Er sollte Wohn- und Empfangsgebäude des Bundeskanzlers sein und hat demzufolge auch zwei Teile, damit der Bundeskanzler hier repräsentative Veranstaltungen durchführen konnte, politische Gespräche und in einem anderen Teil auch wohnen konnte. Aber warum ist der Bungalow für junge Besucher heute noch interessant, obwohl er nach 1999 nicht mehr genutzt wurde? Historische Orte und besonders dieser Kanzlerbungalow machen Geschichte zum Anfassen. Also Geschichte kann man hier wirklich packen. Hier haben Leute an einem historischen Ort gestanden. Das ist mal eine andere Art von Unterrichtsvermittlung, Geschichtsvermittlung. Nicht nur aus dem Buch heraus, sondern wenn man es dürfte, könnte man sich genau dort hinsetzen, wo die Kanzler, wo die Staatsgäste gesessen haben. Und so hat man die Möglichkeit, Geschichte in die Gegenwart, in die Lebenswelt der Schüler zu bringen. Aber was sagen die Schüler? Mein erster Eindruck vom Kanzlerbungalow war sehr enttäuschend, da ich ihn mir viel prunkvoller vorgestellt habe, da es ja der Sitz des Kanzlers war. Jedoch, nachdem wir uns immer mehr mit der Geschichte und dem Bau des Bungalows beschäftigt haben, hat es immer mehr mein Interesse geweckt. Mir hat der Kanzlerbungalow an sich sehr gut gefallen. Ich finde die Architektur hier sehr beeindruckend, wobei ich finde, dass er relativ schlicht ist für einen Kanzlerbungalow. Wir haben uns später dann auch noch mit der Geschichte befasst und ich finde, wenn man diese Intention, also das, was dahinter gesteckt hat, nochmal genauer ansieht, finde ich, ist das auf jeden Fall begründet. Ich fand den Bungalow von Anfang an sehr faszinierend. Seine Bauart ist ja sehr einzigartig und sieht man nicht sehr häufig. Und generell auch die geschichtlichen Hintergründe, zum Beispiel das Gespräch zwischen Kohl und Gorbatschow, was im Park stattgefunden hat, interessiert mich sehr. Doch was war das Besondere bei diesem Treffen des Bundeskanzlers und des sowjetischen Generalsekretärs im Juni 1989? Als Helmut Kohl und Michael Gorbatschow damals ihre Gespräche im Kanzlerbungalow beendet haben, haben miteinander gegessen, sind sie über die Wiese runter zum Rhein gegangen. Da war aber niemand dabei, außer den Dolmetschern. Und Helmut Kohl hat gesagt, der Generalsekretär ist so wie der Lauf des Rheines in die Nordsee nicht aufzuhalten ist. So ist es mit der Geschichte auch. Der Drang eines Volkes zur Selbstbestimmung in Deutschland zur Wiedervereinigung lässt sich auch nicht aufhalten. Deshalb kommt dieser Szene so eine symbolische Bedeutung zu. Konnte vielleicht nur an diesem beschaulichen Ort die Weltpolitik in eine andere Richtung gelenkt werden?